Ich habe ja eben schon gesagt, dass man, um den Begriff der Konvergenz zu definieren, nur einen Abstandsbegriff braucht, dass man sich das also auch in der Ebene vorstellen kann. Das ist insbesondere wichtig für komplexe Zahlen. Man kann auch bei komplexen Zahlen von Konvergenz reden. Und da hat man dann wirklich den geometrischen Abstandsbegriff, also dass eine Folge von komplexen Zahlen gegen eine bestimmte komplexe Zahl konvergiert, bedeutet, dass die sich nach und nach um diesen Grenzwert rumgruppieren, aber die liegen ja nicht mehr auf dem Zahlenstrahl. Also die Vorstellung ist dann eher so, dass sie sagen, das ist meine komplexe Ebene, hier ist die reelle Achse, hier ist die imaginäre Achse und mein Grenzwert ist irgendeine komplexe Zahl und die ganzen Folgenglieder, die können am Anfang irgendwo hier so rumliegen, aber nach und nach kommen die diesem Ding immer näher. Das ist ja der Begriff der Konvergenz. Aber die müssen jetzt nicht wie auf dem Zahlenstrahl alle links und rechts davon liegen, sondern die können irgendwo hier sich rumtummeln. Entscheidend ist nur, nach und nach kommen die dem Grenzwert immer näher. Aber ansonsten ist der Begriff natürlich der gleiche. Man muss einfach diese intuitive Vorstellung haben, wenn ich um den Grenzwert einen Kreis lege und diesen Kreis nach und nach immer kleiner mache, also wenn ich die Schlinge quasi zuziehe, dann sind fast alle Werte immer noch drin in diesem Kreis. Und nachdem wir uns das klar gemacht haben, gucken wir uns vielleicht erstmal ein paar wichtige Folgen an, die man auch einfach kennen sollte. Die erste hatten wir schon, aber ich führe sie hier nochmal auf. Das ist die harmonische Folge. Die gegen 0 geht, also der Limes von n gegen unendlich von 1 durch n ist 0. Das hier ist die harmonische Folge. 1 durch n, denken Sie dran, der erste Wert ist nicht definiert, 1 durch 0 macht aber nichts, ist klar, was damit gemeint ist. Und die zweite Folge, die wichtig ist, ist die geometrische Folge. Und mit der geometrischen Folge meint man sowas. Man hat irgendeinen festen Wert Q. Und das kann, darum habe ich eben am Anfang was über komplexe Zahlen gesagt, das kann irgendeine komplexe Zahl sein. Und diese Zahl ist also fest. Und man betrachtet dann nacheinander Q hoch 0, Q hoch 1, Q hoch 2 und so weiter. Also die Folge, die geometrische Folge sieht so aus: Q hoch 0, Q hoch 1, Q hoch 2, Q hoch 3 und so weiter. Die harmonische Folge ist eine feste Folge, da gibt es nur eine. In dem Sinne gibt es nicht die geometrische Folge, sondern es gibt für jedes Q eine andere geometrische Folge. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, was hier passiert, wenn ich hier für Q irgendwelche Werte einsetze. Wenn ich hier zum Beispiel, sagen wir mal, für Q den Wert 2 einsetze. Dann habe ich hier ja 2 hoch 0, 2 hoch 1 haben wir vorhin schon mal, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter. Konvergiert diese Folge? Nö. Weil die ja immer größer wird, da gibt es keinen festen Wert. Das wäre so ein Fall, wo wir eben gesagt haben, man könnte dann sagen, oder es gibt die Formulierung, dieses Ding divergiert gegen unendlich, aber den Begriff benutzen wir gar nicht. Also für uns reicht es einfach, konvergiert nicht. Ja, divergiert. Ja, das sagt man so. Also die divergiert bestimmt. Also es gibt Folgen, bei denen sagt man, die divergieren, zum Beispiel diese 1 minus 1, 1 minus 1. Die haben quasi gar kein Ziel, weil sie ständig hin und her hüpfen. Und diese Folge divergiert auch, aber in eine bestimmte Richtung. Darum sagt man, die divergiert bestimmt gegen unendlich. Sie konvergiert zwar nicht, aber es ist zumindest eine Richtung erkennbar, während diese Sprungfolge sich ja nicht entscheiden kann. Okay? Das ist der Unterschied. So, wenn ich jetzt statt q gleich 2, q gleich ein Drittel nehme, dann geht es hier wieder los mit 1, dann kommt aber ein Drittel und dann kommt ein Neuntel und dann kommt ein Siebenzwanzigstel und so weiter. Was passiert hier jetzt? Die konvergiert jetzt gegen 0. Die konvergiert gegen 0, weil diese Werte ziemlich schnell ziemlich klein werden.
Können Sie mir ein Kriterium angeben dafür, was ich hier für Q einsetzen muss, damit das konvergiert und gegen was das dann konvergiert? Ach, vielleicht gebe ich Ihnen noch ein Beispiel, weil wir nämlich sowas bisher noch gar nicht gesehen haben. Ich setze hier mal minus 1,5 ein. Nicht 1,5, sondern mal minus 1,5. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Wenn ich jetzt hier minus 1,5 hoch 0 bilde, dann kommt ja 1 raus. Hoch 0 ist ja immer 1. Hoch 1 steht hier minus 1,5. Hoch 2, fällt das Vorzeichen weg, steht hier 1/4. Nächster Wert hoch 3 ist minus 1/8. Dann kommt plus 1/16. Dann kommt minus 1/32. Wenn ich mir das also hinmale, dann sieht das folgendermaßen aus, so ganz grob. Der erste Funktionswert liegt hier, der zweite Funktionswert liegt hier, der dritte hier, der vierte hier, der fünfte hier, der sechste hier. Habe ich jetzt so einen Fall vorliegen wie bei dieser alternierenden Folge, dass hier gar keine Konvergenz stattfindet? Oder doch? Genau. Also wir denken Sie dran, dieser Epsilon-Käfig liegt ja auf beiden Seiten. Wir sind da, wir haben nichts gegen negative Zahlen, also die dürfen auf beiden Seiten sein. Genauso wie wir bei den komplexen Zahlen ja einfach einen Kreis drumherum gemacht haben. Also wie nah, auf welche Art und Weise die nahe an ihrem Ziel liegen, ist egal. Und hier ist es so, dass die tatsächlich immer hin und her springen. Mal sind sie links, mal rechts vom Ziel. Aber entscheidend ist, sie kommen dem Ziel immer näher. Ja? Darum ist auch das hier eine Folge, die gegen Null konvergiert. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, können Sie dem irgendwie ansehen, was wohl eine Bedingung dafür ist, dass das gegen Null konvergiert? Welche Q-Werte sind denn da okay und welche nicht? Q größer als minus 1 und kleiner gleich 1 oder? Aber nicht 0. Ja, lassen wir mal den Fall 1, reden wir gleich noch drüber. Sie haben recht, wenn ich 1 nehme, dann kommt immer 1 raus, aber hier geht es nicht gegen 0, sondern gegen 1, ne? Nee, ich hatte ja, meine Frage war, wann geht es gegen 0, unter welchen Bedingungen? Aber ansonsten haben Sie recht. Kann man das noch ein bisschen anders formulieren? Weil, kleines Problem, ich hatte hier oben gesagt, für komplexe Zahlen. Und das, was Sie jetzt hier gesagt haben, kann man für komplexe Zahlen gar nicht formulieren. Aber Sie können das umformulieren, sodass es für komplexe Zahlen stimmt. Ist kleiner als 1. Das stimmt auch für komplexe Zahlen. Also dieses hier, für reelle Zahlen ist das zwar richtig, aber ich klammer das mal so ein bisschen ein. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie das hier haben, dann konvergiert die geometrische Folge für diese Zahl Q gegen 0, wenn Sie einen Wert einsetzen, dessen Betrag kleiner als 1 ist. Was auch vielleicht anschaulich, sollte das eigentlich auch klar sein, nehmen Sie einen Wert, der kleiner als 1 ist, aber nicht viel kleiner als 1, sowas wie 0,95. Und dann wird ja immer wieder mit 0,95 mal genommen. Das bedeutet, Sie nehmen vom vorherigen Wert immer 95%. Das heißt, es wird immer weniger. Ja? Mit was auch immer Sie anfangen, wenn Sie sukzessive immer 5% wegnehmen, dann wird es immer weniger werden. Es wird zwar niemals ganz weg sein, weil Sie ja immer ein bisschen was übrig lassen, aber Sie nehmen in jedem Schritt was weg. Ja? Das ist vielleicht eine klare Vorstellung, warum es immer weniger wird. Und in dem Moment, wo Sie über die 1 hinausgehen, wird es umgekehrt immer mehr. Wenn Sie immer mal nehmen mit 1,03, dann packen Sie immer 3% drauf und nach wird es immer mehr werden. Und bei der 1 ist genau die Grenze. Wenn Sie 1 einsetzen, dann haben Sie die Folge, die konstant immer den Wert 1 hat. Wenn Sie minus 1 einsetzen, haben Sie die Folge, die wir eben schon mal gesehen haben, die immer zwischen 1 und minus 1 hin und her springt. Und dann können Sie mal probieren, was passiert, wenn Sie solche Werte einsetzen wie i oder minus i. Deren Betrag ist ja auch genau 1. Die werden Sie sehen, jagen dann immer so im Kreis rum. Das sind dann so Werte, die immer wieder an denselben Punkten landen, zyklisch. Das heißt, da haben Sie auch keine Konvergenz vorliegen. Aber alle Punkte, die entweder vom Betrag her kleiner als 1 sind, konvergieren oder wenn sie vom Betrag her größer als 1 sind, divergieren sie garantiert. Das ist die geometrische Folge.
Dann gibt es noch eine schöne Folge. Nehmen wir uns mal wieder eine feste Zahl. X ist irgendeine vorsichtshalber nicht negative reelle Zahl, weil ich nämlich jetzt gleich die Wurzel daraus ziehen möchte. Ich möchte nämlich das hier ausrechnen. Die n-te Wurzel aus x. Also Beispiel, nehmen wir mal das x, mit dem wir heute die Stunde angefangen haben, x gleich 17. Und ihre Folge würde jetzt folgendermaßen aussehen. Die 0-te Wurzel, nein, das gibt es nicht. Fangen wir mal mit der ersten Wurzel an. Also das erste, was wir hätten, wäre 17. Dann kommt die Wurzel aus 17, also die Quadratwurzel aus 17. Dann die dritte Wurzel aus 17. Dann die vierte Wurzel aus 17. Naja, und so weiter. Was vermuten Sie denn, was da rauskommt? Wir können das ja auch gleich nochmal wirklich ausrechnen, aber Sie können ja erstmal vermuten. 17 und davon die, wo sind denn hier überhaupt die Wurzeltasten? Das ist die dritte Wurzel? Ne, hier ist die Wurzel, so. 4, irgendwas, das hatten wir ja schon mal, das ist die Quadratwurzel von 17. 17 und davon die, soll das dritte Wurzel heißen? Ich glaube schon. Ja, das ist die dritte Wurzel, ja, Cube Root steht ja da. 2,57. Und jetzt müsste man ja, ach hier ist die y-ste Wurzel, also muss ich jetzt eingeben 17, y-ste Wurzel 4 gleich 2. Machen wir mal, überspringen wir mal ein paar Schritte. 17, y-ste Wurzel, vielleicht mal die 10. Wurzel davon. Aha, 1,3. 17 und davon vielleicht die 20. Wurzel. Also es geht langsam voran, aber man könnte schon das Gefühl bekommen, dass es tatsächlich gegen 1 geht. Und irgendwie ist das ja auch, würde ich sagen, logisch, weil Sie brauchen ja immer mehr Faktoren. Also Sie brauchen ja dieselbe Zahl mal sich selbst, mal sich selbst, mal sich selbst, mal sich selbst, mal sich selbst. Und es soll 17 rauskommen. Ja? Und wir haben eben ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich eine Zahl nehme, die das war die geometrische Folge, wenn diese Zahl, die hier steht, kleiner als 1 ist vom Betrag her und ich nehme die mit sich selbst mal und das wird ein sehr großes Produkt, dann wird das ja nach und nach gegen 0 gehen. Also so eine zu kleine Zahl darf es nicht sein. Ja? Wenn ich hier 1 hinschreibe, kommt genau 1 raus und wenn die Zahl ein bisschen größer ist, dann kommt was raus, was ein bisschen größer als 1 ist. Und wenn ich oft genug multipliziere, kommt alles raus, was ich haben will. Also tatsächlich ist es so, dass diese Folge hier oben grundsätzlich immer gegen 1 konvergiert. Egal, was für einen Wert ich hier nehme, Hauptsache, er ist nicht negativ, damit ich die Wurzel überhaupt ziehen kann. Auch eine wichtige Folge, die man kennen sollte.